4 Turbolader und 1001 PS. Es ist unvorstellbar. Werner, heute treffen wir den Christoph Zitzmann. Der hat ja bereits deinen Maybach vorgestellt. Was erwartet uns noch heute dort? Ja, ich hatte vor 8 Wochen hatte ich mit Christoph telefoniert gehabt. Und dann habe ich dem Christoph gesagt, ich könnte mir vorstellen, mich von dem Maybach zu trennen. Im Gegenzug natürlich für was irgendwas Interessanteres. Ja, und der Christoph sagte, naja, das wird natürlich ein wenig schwer bei dem, was ich alles schon gefahren bin und gehabt habe, da irgendwas zu finden, was Begeisterung bei mir auslöst. Der hatte mich gestern angerufen und hatte zu mir gesagt, er hat genau das richtige Auto für mich gefunden, Firma Bea drüben. Er wollte mir nicht verraten, was für Autos ist. Wollen wir mal gucken, was mir der Christoph da verkaufen will, ne? Werner, das mit der Tankanzeige, das war schon kurz vor knapp, oder? Das war mir halt kurz vor knapp. Wenn die Tankstelle jetzt nicht gewesen wäre, dann wäre er einfach auf der Autobahn stehen geblieben. Was hätten wir dann gemacht? Ja, dann wäre es mit dem Benzinkanister losgezogen. Christoph, ich hab schon gedacht, du wärst dort oben. Ich wollte gerade sagen, der Christoph ist dort oben. Nichts gegen dich, nichts gegen deinen Kameramann, aber ich habe die hübschere Kamerafrau. Ah, okay, aber wir kennen uns ja schon. Hi, hi. Natürlich. Alles gut? Ja, danke. Servus. Also, schön, dass ihr da seid. Hallo. Was hast du denn Gutes für den Werner heute ausgesucht? Okay, Werner hat mich vor ein paar Wochen angerufen und gesagt, Christoph, Rolls-Royce ist geil, aber im Abea gibt es 2, 3 andere Autos. Ich will was, was nicht neben mir an der Ampel stehen kann. Also, die ganzen Rolls, wie gesagt, gibt es im Abea. Wir haben aber auch noch was anderes. Komm mal mit. Werner, ich zeig dir mal was. Ich habe 4 Autos einfach für dich vorbereitet. Verschiedene Epochen, verschiedene Mindsets. Wir schauen es uns an. Und verschiedene Geldbeutel natürlich auch. Und verschiedene Geldbeutel, das ist immer ganz wichtig bei Autos. Werner, wir fangen einfach mit dem günstigsten an. Ne? Wir steigern uns, wie das okay. Auch... Dann lass ich mich mal überraschen. Das hier ist ein Mercedes SLR Roadster. Dunkelblau, Metallic mit beigen Leder. Richtig schönes Auto. Liegt bei rund 400.000, 430.000 Euro. Was ganz besonders, gerade für Marbella, offenes Auto. Aber das ist jetzt wiederum was, wo ich sage, in der Preisklasse, wenn ich da einsteigen würde, ich habe nicht so einen Bezug zu dem Auto. Das ist jetzt nicht so... Okay. So. Aber ich habe ja noch mehr. Es sind noch 3 andere. Punkt 2. In Rot. Ich meine, da dachte ich an dich, Nitribit-Auto ist zwar der 190 SL, aber du bist ein großer Junge, ne? Fahren ja die Autos der Mädels, also ein 300 SL. Roadster auch eben für Marbella, sind wir schon bei 1,2 Millionen. Also Christoph, jetzt, wenn wir uns in die Preisklasse bewegen bei 1,2 Millionen, da könnte man ja eigentlich auch gleich zu Bugatti rübergehen, ne? Tja, da gehen wir jetzt dann auch hin. Vintage ist auch nichts. Nein, das wär, also das wäre auch nichts. Wenn ich mal ganz kurz was fragen darf, ja. 1,2 Millionen, kriegst du keine Schnappatmung? Ja, es kommt immer ganz einfach, was du dafür bekommst, ne? Ja, ein Haus? Mehrere Häuser, einen ganzen Wohnblock. Aber die funkeln ja nicht so schön, ne? Und sind vor allem auch nicht so schnell, ne? Also, okay, Werner, jetzt komm mal mit. Okay, hier, geradeaus vor dir, da stehen 2 Schmuckstückchen. Das hier ist ein Bugatti Veyron Grand Sport. Also du kannst das Targa-Dach herausnehmen, das ist das Besondere an dem Auto. Der einzige Bugatti Cabrio oder Spider oder wie auch immer man es nennt. Bugatti Veyron Grand Sport liegen wir bei 4 Millionen roundabout zuzüglich Mehrwertsteuer. Das Wenn ich dich eines. Kurz unterbrechen darf, ja. Du hast gesagt, von dir eingefahren, von besser geht's nicht. Jawohl. Es gibt ja bei dem Bugatti den Highspeed Key. Hast du die 417, Nein. 420 Gramm Hafen? Habe ich nicht gemacht. Es hat ja jetzt so ein russischer, ukrainischer, keine Ahnung, Oligarch, irgendeiner auf jeden Fall auf der Autobahn gemacht, wurde gleich angezeigt, weil er ein Rennen gegen sich selber gefahren ist. Du musst aber hier, wenn du 400 fährst, also ich bin 300 gefahren, ich bin 330 gefahren, ich bin 350 gefahren, aber die Konzentration, die du brauchst, die Präzision, die Gefahren steigen potenziell. Das sollte man nicht einfach so auf der Autobahn mal Vollgas geben. 400 fahren, da muss die Autobahn an sich frei sein. Oder du gehst auf ein spezielles Event bei Bugatti, wo du in Era Lessin auf die VW-Teststrecke kannst, wo du sowas fahren kannst. Also ich würde es keinem unbedingt empfehlen, einfach so mal Gas zu geben. Wenn du aufs Gas gehst, du fliegst einfach davon. Also diese 16 Zylinder, 4 Turbolader
und 1001 PS, es ist unvorstellbar. Natürlich ganz interessantes Auto, ne? Aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, wo ich hierhin reingelaufen bin und alles, ne? Also das Auto... Also, ja, du bist auch direkt also drauf zugelaufen. Der hier vorne, das ist hier so ein wenig so, aber der hier, der spricht dich an. Also das ist... Okay, wenn er dich anspricht, ist ja kein Problem. Bei 2,9 Millionen netto... Erzähl mal weiter. Okay. Also 2,9 Millionen, da sind aber die Mehrwertsteuern mit drin, ne? Nein, netto. Ach netto, okay, die kommen dann noch mit dazu. Also Correct. Kann sich jeder mal ausrechnen. Jetzt gehen wir von 300.000 aus, dann wären wir eigentlich bei knapp, ja, also 3 Millionen, dann wären wir eigentlich knapp bei 360, ne? Also 3,5 Millionen Na? Roundabout. Okay. Und der ist aber gebraucht, ne? Der ist gebraucht, der hat 5.000 Kilometer. Und Neuwagenpreis war? Auch ungefähr die gleiche Richtung. Die Farbe ist natürlich, muss ich ganz ehrlich sagen, die ist natürlich brutal. Ne? Das Rot innen drin und das Schwarz mit diesem Bordeaux-Rot. Ja, ne? Geil, ne? Ja, du weißt ja, geile Autos gibt es bei uns, ne? Wo sonst? Wenn wir schon bei den Kosten sind. Werner, was denkst du, kosten hier ein Ölwechsel? Also mit Bugatti habe ich mich ja schon beschäftigt, ne? Aber wie gesagt, wir haben uns natürlich über den Unterhalt und alles auch schon kundig gemacht. Beim Kundendienst bist du, glaube ich, bei 20.000. Bei dem 15 rund, ja. Also das ist ja was, so wo du hergehst und sagst, okay, ich habe ein paar erfolgreiche Jahre hinter mir und dann kann man hergehen und sagen, okay, pass auf, da gönne ich mir das jetzt. Na? Ja, muss sehr erfolgreiche also Jahre ist, gehabt haben, wenn es nur ein paar Jahre sind. Bei mir waren es immerhin, keine Ahnung, wie alt ist meine Autohandelskarriere schon, knapp 30 Jahre. Also so schnell ging es jetzt auch nicht, leider. Okay. Wenn wir schon bei deiner langjährigen Automobilkarriere sind, vor ein paar Jahren hat da jemand versucht, mal dir eine Rückbank zu klauen. Werner, stell dir mal vor, ja, der Typ, der dir hier das Emblem geklaut hat, hättest dich auch auf die Motorhaube geschmissen und hättest versucht, den rauszuholen. Also ich glaube, ich hätte es nicht gemacht. Andere Frage, wenn da einer angefangen hätte, dir die Scheibe einzuschlagen und dir den Schmuck daraus zu klauen. Da hätte ich geschossen. Ja. Ganz vorsichtig über die Steigung, wir wollen alle keine Kratzer an den Spoilern haben. Und ist ja Automatik, ne? Das ist Automatik, ja. Doppelkupplungsgetriebe, fährt sich wie eine Automatik. Und was ich halt auch geil finde, okay, jetzt haben wir keinen Kontrast, rote Jacke zum roten Interieur. Ja, aber ich finde das rote Interieur einfach auch so geil, passend zu dem schwarzen Auto. Definitiv, definitiv. Hammer. Und wie du auch siehst, fährt sich an sich so ganz normal. Wie gesagt, wenn du halt auf dem Bordstein fährst und die Felge anfährst, ist ein bisschen dumm. Also von daher braucht man mal einen eigenen Parkplatz. Die Selbstbeteiligung, wie hoch ist die? Bei mir bei der Versicherung, ich glaube bei 100.000 Euro. Ist die Selbstbeteiligung? Ja. Habe ich mir schon fast gedacht. Also ich bin aber trotz alledem richtig verwundert, wie viel Platz ich in dem Auto drin habe. Das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Für 16 Zylinder ist er eigentlich extrem leise. Die sind leise, die drehen ja auch nicht allzu hoch. Und wie viel Turbolader hat er? Vier. Vier, ne? Hat VW irgendeine Basis genommen von irgendeinem Motor oder irgendwas? Oder? Ich denke mal den 8-Zylinder, der auch wieder nur aus zwei 4-Zylindern bestand, einfach mal verdoppelt. Und das Auto ist dann auch nur auf die Person versichert, wo den fährt? Darüber überhaupt eine Versicherung zu kriegen, ist schon mal schwierig. Und die ist nur auf mich und Vita, ja. Also das heißt, irgendwo betrunken mal hinfahren und also was trinken und sagen, fahr mal Auto heim, ist nicht drin. Ja, ist relativ. Ich bin mit dem anderen Bugatti auch nur mit Haftpflichtversicherung ein halbes Jahr rumgefahren. Musst halt Eier in der Hose haben. Ja. Aber schau mal her, wenn es ein Jahr lang, die Nürnberger wollte am Anfang für den anderen Bugatti haben 80.000 Euro Jahresprämie. Habe ich gesagt, ihr habt einen Batscher. 80.000. Hab's dann halt nur Haftpflichtversichert. Aha. Und zahle ich, glaube ich, einen Zehner im Jahr. Ist aber auch viel Geld natürlich. Gut, aber Zehner ist jetzt noch okay. Ist in der Relation. Hab, wie gesagt, eine hohe Selbstbeteiligung dafür. Alle denken, alles ist versichert, ich kann alles Mögliche machen. Die Dummheit wird immer mehr, weil keiner mehr mitdenkt selber. Deswegen sage ich ja, ich habe mir schon sowas schon fast gedacht, die Selbstbeteiligung, also machen wir mindestens bei 100.000 Licht. Du kannst ja runtersetzen, dann geht halt die Versicherungsprämie wieder dementsprechend hoch. Ja, 1500 PS, Werner.
Muss und warte mal, wie war das? 1500 PS unter der Haube und ein Stier am Steuer. Und ein Judo-Kämpfer neben mir, der auf die Motorhaube springt. Aber er fährt ganz normal. Ja, ne? Auto fährt sich unwahrscheinlich bequem. Du fährst auch eine lange Strecke, steigst relaxed aus. Es ist einfach ein luxuriöses Auto mit Leistung wie die Sau. Und Werner, wie ist das Fahrgefühl? Ja, angenehm. Definitiv. Also hätte ich nicht gedacht, bei der PS-Zahl, was der hat, dass er wirklich so ruhig fährt. Ne? Ja. So Werner, was muss man denn alles tun, um heutzutage eine Tankfüllung zu kriegen? Eine Probefahrt im Bugatti, nur um den Tank voll zu kriegen. Genau. Jetzt bist du an der Reihe. Schauen wir, ob noch ein Tropfen reingeht, komm. Guck mal, das ist noch ein wenig was da. Das ist ja fast eine Schande. Vorhin für 235 Euro getankt und jetzt 115 bei so einem Auto. Doch, ein verkaufsschlagendes Argument für dich. Ja, genau, der ist günstig im Unterhalt. Nein, ich denke eher umgekehrt, weil ich gehe mal davon aus, alle 100 Kilometer tust du mal tanken. Aber Christoph, trotz alledem, ich denke, wenn man den Motor so zur Geltung bringt und Vollgas gibt, denke ich mal, mehr als 200 Kilometer sind nicht drin. Nein, beim Veyron war es so, wenn du Vollgas gibst, also Höchstgeschwindigkeit 400 fährst, der Tank ist in 8 Minuten leer und die Reifen wären nach 9 Minuten platt. Mhm. Also es tanken dann noch Peanuts gegen den Satz neue Reifen. Ja. Werner, vielen Peanuts. Dank für die Einladung. Das kann sich gar keiner vorstellen da draußen. Ich habe das Gas nur zur Hälfte mal durchgedrückt, was für eine Gewalt da entstanden ist. Also brutal, brutal. Also das Auto, aber jetzt reden wir erstmal wie und wo und was. Und ein bisschen Klimpergeld gehört ja auch dazu, wenn man ja sowas kaufen will. Alles klar. Was jetzt die Autos erstmal betrifft. Jawohl. Wir haben uns ja noch einen anderen Oldtimer hier bei dir angeguckt. Wenn wir bis nächste Woche uns, sag ich mal, da preislich so treffen, wo wir so einigermaßen gesprochen haben. Da sind wir auf jeden Fall dann im Geschäft. Das Auto nehme ich. Was jetzt den Bugatti angeht, bei dem Bugatti werde ich definitiv Nein sagen. Ich meine, wir reden von 3 Millionen netto. Da kommen ja noch die 19% Mehrwertsteuer. Also es ist einfach eine Liga, wo ich dann ganz ehrlich auch selber sage, ob ich es habe oder nicht. Ich würde für so ein Auto jetzt persönlich es nicht ausgeben. Aber trotz alledem, wir reden über eine finanzielle Liga und da sehe ich mich ganz einfach nicht. Aber, und jetzt kommt das Aber. Ich meine, Bugatti schwirrt ja schon länger ja bei mir im Kopf herum und alles. Du bekommst ja den nächsten Bugatti Veyron hier rein. Gut, der kostet dann halt nur läppische 1,2 Millionen, glaube ich, hast du ja gesagt. Ja. Ne? Da wäre jetzt meine Frage, wie würde das mit der Leasing aussehen, wenn wir es aufs Geschäft dann leasen würden? Du, ganz einfach, ohne viel Hin und Her und Wenn und Aber. 30% anzahlen, sind 360.000 Euro, 1% ungefähr pro Monat. Mhm. Also das sind dann eine Leasingrate von 12.000 Euro im Monat. Damit kannst du leben bei so einem Auto. Okay. Ja gut, viele da draußen könnten damit nicht leben. Ich kann damit auch nicht so ganz leben. Aber gerade so. Weil es ist natürlich aufs Geschäft, Geschäft wird ja natürlich dadurch belastet. Aber ich sag's mal so, Christoph, wenn du das Auto rein bekommst, ruf mich an, ich komme gern vorbei. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir da zusammenkommen, wenn du da eventuell nochmal vom Preis her ein bisschen was runtergehst. Und dann würde ich sagen, wenn das Geschäft zustande kommt, dann würde ich sagen, dann machen wir 100.000 Anzahlung, 12.000 im Monat. Warte mal, das sind irgendwie 260.000 bei der Anzahlung gerade verschwunden. Naja, die lassen wir ja ganz einfach weg, weil ich bin ja schon jahrelang Kunde bei dir und ich kann mich nicht erinnern, schon einmal eine Mahnung von dir bekommen zu haben. Und genau deswegen denke ich mal, wirst du es machen. Werner, ich würde für dich fast alles machen. Lass es uns sehen. Ich besorge die ganzen Daten von dem Auto und gebe dir da Bescheid auf jeden Fall. Alles klar. Dann bedanke ich mich bei dir, dass du da die Zeit genommen hast. Und wir sehen uns spätestens an deiner Tour. Auf der Go Luxury Tour. Vielleicht dann schon mit dem Bugatti. Vielleicht dann auch schon mit dem Bugatti. Und an alle da draußen, wer mitfahren möchte, ich werde auf jeden Fall auch mit dabei sein. Einfach bei Auto Zitzmann anrufen und da könnt ihr euch Plätze reservieren. Entweder bei Auto Zitzmann oder bei Go Luxury. Ansonsten, Christoph, bedanke ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Immer gerne. Und nächste Woche sehen wir uns ja sowieso. Ich hoffe mal, dass wir uns wegen dem Oldtimer einig werden. Ende nächster Woche habe ich die Zahlen. Genau. Und dann werden wir den Oldtimer, den wir nicht vorgestellt haben und den ich zu 90% kaufen werde,
dann irgendwann demnächst mal vorstellen. Vor kurzem waren ja die Tomatolix-Jungs bei dir im Crazy Jungle. Das sind ja quasi YouTuber-Kollegen. Wie war es denn so? Und erzähl mal ein bisschen was kurz über das Crazy Jungle. Ja, das Crazy Jungle, das ist in Neu-Ulm, der Eros Center. Und ja, und da müssen wir jetzt auf dem Weg nach München, halten wir da sowieso an, weil ich habe da noch mal zwei Termine. So oft bin ich nicht in dem Laden oben, aber ab und zu mal komme ich schon in den Laden mal rein. Und vor zwei Wochen waren ja, oder drei Wochen ist ja glaube ich schon her, waren ja die Jungs von Tomatolix ja auch da und hatten ja oben ja gedreht gehabt. Und die Behind-the-Scenes-Bilder, die blenden wir jetzt mal ein für die Community. Genau, richtig. Bist du denn eigentlich mittlerweile auf Marbella schon gut eingerichtet, möbeltechnisch? Nee, noch nicht. Jedes Mal, wenn ich zurückkomme, habe ich Kreuzschmerzen. Und deswegen fahren wir jetzt nach München oben auf zum Herbert. Der hat eine Filiale von Breitz Couch. Und da werden wir jetzt eine passende Couch für Marbella und einen schönen Liegesessel raussuchen. Das Liegegefühl, wie ist das? Top, hundertprozentig. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, als ich jetzt da drin gesessen war, genau das fehlt mir noch in Marbella drüben. Für Marbella will ich so einen haben, fürs Studio einen Sessel, aber da müssen wir jetzt mal gucken. Den suchen wir. Genau. Also wenn wir den Korpus in Grau machen, okay. Ich mache dann zwei Lehnen in dem Rot, was dir gefällt. Ja. Und zwei Lehnen, das ist die kleine, es gibt auch eine große, ne? Und in dem Gold dann. Wenn du Gold magst, ansonsten, also wir können sie in dem Gold machen. So, meine Damen und Herren, so sieht das aus, wenn der Werner in Shoppinglaune ist. Jawohl. Ja. Herbert, wie lange bist du denn schon in diesem Designermöbel? In diesem Geschäft. 2008, damals mit mir waren wir zu dritt. Mittlerweile sind wir sehr gesund gewachsen. Ich habe ja auch eben deine Bildergalerie gesehen. Wie kommt man denn zu so prominenten Kunden? Ist das Mundpropaganda? Das ist Mundpropaganda. Wir sind natürlich auch teilweise im TV vertreten bei diversen Filmen. Und die das dann sehen, die kommen vielleicht dann zu mir oder die schauen im Internet, finden mich, wenn sie aus meiner Region sind. Aber meine Region ist eigentlich gar nicht so wichtig, weil ich habe schon nach Philadelphia, nach Miami, nach Peking, ich habe schon überall hin verkauft. Aber das funktioniert auch. Also ich habe auch einen Lieferservice. Das geht bis vor die Tür und toi, 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 es klappt immer. Schreib doch einfach auf, was alles zusammenkommt. So kostet das nicht? Ja. Und hier? Ach. Okay. So, Werner, wie viel hast du heute gelassen? Reichlich. Reichlich. Ich krieg's einfach nicht raus, meine Damen und Herren. Beide schweigen. Also ich kann es euch nur mal eins sagen, es gibt hier keine Couches und sowas für 4,99. Nein. Bei aller Freundschaft, nein. Ja. Egal, was es ja kostet, wenn man es sich ja leisten kann, muss man ja immer davon ausgehen, was bekomme ich ja für das Geld. Und wenn doch das doch dann passt, dann ist es ja, wenn man in der Situation ist, dass man sich's leisten kann, dann ist es doch eigentlich nebensächlich. Es gibt ein Event in Innsbruck, vielleicht kannst du da immer noch mal was sagen. Da würde ich euch beide gerne herzlich einladen, wenn ihr Lust habt. Wir machen Inferno in Innsbruck, riesengroße Veranstaltung, geile Location, tolle Kämpfe, ich veranstalte da mit. Und es würde mich freuen, wenn ihr beide da kommt, ihr seid hier mit herzlich bei mir eingeladen. Kommen wir sehr gerne, Herbert. Das wäre geil, das verspreche ich euch. Ich danke euch, es hat mich wahnsinnig gefreut. Herbert, super. Gleichfalls. Vielen Dank. Werner, wir sind ja jetzt wieder zurück. Dein Fazit des heutigen Tages? Mein Fazit des heutigen Tages? Ich weiß noch gar nicht, was ich sagen soll. Ja, es war schon nicht schlecht, ne? In so einem Bugatti Chiron mal rumzufahren. Anna, dein Mann war ja heute beim Zitzmann, hat sich zwei wunderschöne Autos angeschaut. Eins für 3,6 Millionen, eins für 1,2 Millionen Euro. Für welches Auto würdest du denn dem Werner das Go geben? Keins, lieber sterbe. Adi, was sagst du denn? 3,6 Millionen ist verrückt, aber 1,1 geht. Aber man kann ja trotzdem mal so die Meinung hier einholen, ne? Also wir haben hier einmal die Meinung, 1,1 Millionen geht, dann hätten wir noch die Meinung von meiner Frau, lieber sterben. Also lieber sterben ist, glaube ich, nicht so gut, da lieber mit 1,1 Millionen durch die Gegend gefahren, finde ich. Aber man muss ja trotz alledem jetzt sagen,
Da geht es ja gar nicht um haben oder nicht haben. Das muss jeder für sich selber entscheiden, wenn er sich's leisten kann, ob ein Auto ihm natürlich so viel wert ist und alles. In der Liga spielen wir definitiv nicht mit, dass ich solche Spirenzien mache und alles. Und ich würde es auch nicht machen. Ja, das war wieder mal ein Einblick in mein schweres Leben und in meinen anstrengenden Tag, den ich von Tag zu Tag so durchleben muss. Ich hoffe, ihr habt alle ein bisschen Mitleid mit mir und wir sehen uns wieder nächsten Montag.